Nachdem das erste Zweierprogramm der Kugelblitze so gut beim Publikum ankam, gibt es seit kurzem das nächste. Nach Kehrseiten wandeln die beiden Kabarettisten diesmal mehr auf märchenhaften Pfaden. Alice im Widerstand oder der totale Teilzeitkrieg nennt sich das neue Programm. Wir haben für Sie die Premiere besucht. Und die wurde wieder, man kann es nicht anders sagen, ein großer Erfolg. Deutschland ist sich einig, ja? Der Weg ist schwarz-rot. Dann suche ich eben den gelben Backsteinweg und rette Deutschland. Ja, du findest vielleicht noch ein paar gelbe Backpfeifen von der FDP, ja? Die waren alle auf dem Holzweg, ja? Aber bitteschön. Dann suche ich eben die Zauberin von Oz. Aus Oz. Von Oz. Aus Oz. Die Merkel kommt aus Oz. Aus dem Osten. Ja. Und sie soll mich doch bitte wieder zurückschicken. Nach West. In den Westen. Nein, in das rosafarbene Land, wo die Schwätzer leben. Das sage ich doch, in den Westen. Nein, ich will zurück in mein Wunderland, in die Smaragdenstadt. Ah, nach Canaiba in Brasilien. Die Texte stammen ausschließlich von Sabine Münz und Uli Kresche und sind so etwas wie ein Mix aus Alice im Wunderland und der Zauberer von Oz bzw. aus der Smaragdenstadt. Hauptsächlich Verluste. Mit Stroh? Import, Export. Und nur Verluste? Ach, die Verluste sind riesig. Ja, aber das ist doch ganz furchtbar. Dagegen muss man doch was machen. Aber ganz im Gegenteil. Sind Sie Rach, der Restaurantretter? Wir sind kein Restaurant. Nein, jetzt weiß ich's. Sie sind Tine Wittler von RTL 2. Zu Hause im Glück. Ich liebe diese Sendung. Ich bin Alice. Aus dem Wunderland! Und ich möchte Ihnen Ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen. Ist die Sendung neu? Die kenne ich noch gar nicht. Ich habe keinen sehnlichsten Wunsch. Es läuft alles prächtig. Die Verluste sind riesig. Und wo haben Sie die größten Verluste? Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also in der Glaubwürdigkeit. Der Moral. Riesige Verluste bei Werten und Normen. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen, ja? Der Verfall ist nicht mehr aufzuhalten, einfach märchenhaft. Das verstehe ich jetzt nicht. Neu dabei, und da ja auch der Untertitel vom totalen Freizeitkrieg, ist Uschi, Ursula von der Leyen. Hallo, ich bin's wieder, die schlaue Uschi. Eure Allerweltsministerin für jeden Einsatz. Auslandseinsatz. Die Frau für alle Fälle. Der Seehofer hat ihr gesagt, ich verstehe von der Drohne nicht die Bohne. Na, der wird doch Augen machen, der alte Holzprinz. Nur das ewige Grinsen müsste ich mir vielleicht noch abgewöhnen. Hm? Wenn unsere Mädels und vor allem unsere Jungs in Zinksärgen nach Hause kommen, ist Lachen irgendwie das falsche Signal. Ich krieg einfach die Mundwinkel nicht runter. Bei der Merkel sieht das immer so einfach aus. Naja, da kommt jetzt... Ja. Da kommt die Verbitterung ja auch von innen. Spieglein, Spieglein in der Hand. Wer lacht am besten hier im Land? Unsere Soldaten im Wüstensand. Ah, das kriege ich auch noch hin. Das wird auch gelacht, beziehungsweise eben nicht. Viele aus den vorherigen Programmen bekannte Figuren sind auch wieder dabei. Ackers wie ein Ackergaul. Die Kartoffeln sind genau wie die Lehrlinge so faul. Plagen Ehek, Knollen, Fäule oder Blattläuse dich sehr. Der Verdienst ist dann nicht hoch, doch die EU richtet nichts mehr. Hast du die Aufsicht im Konzern oder leitest einen Staat? Warst du Bundespräsident oder doch ein Aufsichtsrat? Kannst beweisen, wie viel Kraft und auch Potenz noch in dir ruht. Und wenn nicht, ist nicht so schlimm. Der Verdienst ist trotzdem gut. Ja, du verdienst, was du verdienst, weil du verdienst, was du verdienst. Und wenn du dienst, für den Verdienst, dann hast du Dienst für den Verdienst. Dienen ist dein eigen Ding, nur verdienen, das macht Sinn. Weil du verdienst und nur verdienst, was du verdienst. Viel mehr ist nun mal nicht drin. Und dass auch die Geissens wieder dabei sind, wissen Sie schon aus unserer vorigen Sendung. Du weißt doch, dass ich kleine Schrift
Schrift nur langsam lesen kann. Wenn die das schnell geschrieben haben, krieg ich doch gar nicht mit. Komm, Blondie, zeig mal hier. Ja. In der weiten Steppe von Kansas lebte ein kleines Mädchen namens Ellie. Ihr Vater, der Farmer John, arbeitete den ganzen lieben Tag auf dem Feld. Mutter Anna führte die Wirtschaft. Robert, das ist ja der Börner. Was ist denn das für ein Prospekt? Wollen die mir eine Schippe und eine Schubkarre verkaufen, oder was? Ja, vielleicht musst du hier deine Diamanten selber schürfen, oder was? Kommt ja gar nicht in Frage. Ich werde mich doch nicht bücken und auf Knien den Dreck wühlen. Ja, da kommt mal ein bisschen Bewegung in den alten Uterus, was? Mal her, hier. Dichtmärchenleser werden den roten Faden vielleicht manchmal verlieren. Das nächste Mal wiederfinden können Sie ihn am 19. Juni um 20 Uhr. Einrichtung Ihres Häuschens? Robert, was ist denn Häuschens? Kenn ich nicht Häuschens.